Nein, es gäbe sogar noch eine Kleinigkeit. Wie ihr seht, habe ich hier dieses Jackett mir besorgt, in einer, ich gebe zu, sexuell nicht ganz neutralen Farbe. Das ist, glaubt es mir, das ist aus dem Haus der Geschichte in Bonn. Das hat Klaus Wowereit in der Hochzeitsnacht getragen. Zumindest am Anfang. Aber das ist ja auch irgendwie schade. Was war der Klaus, was war der vor 10 Jahren noch mutig? Da stand er da vor den Kollegen und sagte, ich bin schwul und das ist auch gut so. Mittlerweile sagt er, niemand hat die Absicht, einen Flughafen zu errichten. Also wirklich, das ist ja so. Nee, aber das, was ich hier jetzt anhabe, das nennt sich auch das Outfit des Entertainments. Nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist Entertainment? Lasst uns nun Arbeitsgruppen bilden und darüber sprechen. Und wir alle werden zum selben Ergebnis gelangen. Entertainment ist die Suche nach einer Gemeinsamkeit. Und wir haben eine. Wir sind hier alle anlässlich der Delegiertenversammlung der Deutschen Post AG. Und ich finde, die Deutsche Post hat so viel kabarettistischen Nährwert und ist an sich. An sich ist die Deutsche Post, also dieses sympathische kleine Start-up-Unternehmen aus Bonn, eigentlich auch prädestiniert für Kabarett. Und deshalb möchte ich mich sozusagen ganz speziell bedanken für eure Aufmerksamkeit und schließe mit einer, wie soll ich es nennen, musikalischen Hommage einer Ode zum Abschluss dieses Kabarettvortrags für euch ganz speziell eine Hymne an die Deutsche Post AG. Ja, liebe Freunde, das war so schön, kann Krise sein. Ihr wart ein wunderbares Publikum, ihr könnt gerne klatschen, wenn auch nur auf den Hinterkopf eures Nachbarn, um ihn zu wecken. Das ist nämlich euer Lied. Wer schickt dir Briefe und Pakete, verdient damit eine Menge Knete. Wo ist es insgesamt okay? Bei der Deutschen Post AG. Dank DHL und mein Paket spürt jeder, dass es aufwärts geht. Gut, Briefpost oder E-Postbrief läuft nicht so intensiv. Meist doch auf Draht führt Schimmelmann den Aufsichtsrat. Und holt er mal den roten Stift, Frau Kotschig hat ihn gut im Griff. Auch Wahlen sind hier echt ein Knüller, dank einem Bayern Wolfgang Müller. Zum Wählen holt dich nicht der Geier, nein, Dieter Pleier. Wenn ihr im Leben noch nie spitz wart, dann geht mal zu Angela Kitzrath. Dann tut nichts weh bei der Deutschen Post AG. Wo sind die Freunde von der Deutschen Post? Kommt zur Deutschen Post. Als Mitarbeiter wirst du permanent befragt. Doch was hier niemand richtig freut, ist das Thema Leiharbeit. Und manchmal rufst du, Gott verdamme, hörst du das Wort Einsparprogramme. Ja, manchmal keine leichte Kost, das ist sie, unsere Deutsche Post. Und kriegst du irgendwann nen Rappel, kommt noch Frank Appel. Doch lieber Deutsche Post AG als Hermes oder DPD. Auf alle Fälle viel Glück bei Deutsche Post DHL. Deutsche Post.